Glasbautechnik ist eigentlich so ein großer Teil Kunst. Wir haben von der Beruf her, von der Arbeit her, verschiedene Baustellen und wir machen auch viel Sinn hier in Werkstatt. Glas bohren, Glas kleben, Glas schneiden, alles wird hier gemacht und nebenbei ist Bleiverglasung. Wenn ich mit dem Steuerradl das Glas schneide, allein diese Geräusche macht Spaß. Wenn wir irgendwo hinfahren, müssen wir schauen, ob wir alles mit haben. Und bei der Baustelle wird das Glas, wenn vorher ein Glas drinnen war, ist es halt natürlich für uns leichter und wir wissen, was wir reintun und so. Aber wenn wir ganz neu dort Gläser montieren oder Tür montieren, dann muss man alles mit dem Laser messen, unten, oben. Manchmal ist es ein bisschen anstrengend, weil die alten Häuser sind viel zu viel schief. Und deswegen mit dem Glas kann man auch nicht so viel bearbeiten. Halt irgendwie ist es saubere Arbeit und man hat viel Kontakt mit den Kunden und dass man viel unterwegs ist. Deswegen, das ist wirklich mein Beruf. In Berufsschule gibt es verschiedene Fächer. Wir haben ja Mathematik und Deutsch, Englisch und angewandte Mathematik. Mit Glas arbeiten, messen, alles. Und wir haben technisches Zeichnen und mit AutoCAD zeichnen. Und allein das ist es für diejenigen, die nicht Deutsch seine Muttersprache ist, ist ein bisschen schwer. Aber wenn man richtig Gas gibt, ist alles möglich. Was man wirklich noch dazu braucht, ist Aufmerksamkeit. Weil wenn du Glas in der Hand hast und nicht aufpasst, bist du auf Straße oder so, dann wirst du den Fußgänger oder jemanden verletzen oder sich selbst. Und in Werkstatt auch dasselbe. Musst du auch gleich an sich selbst und deinen Kollegen aufpassen, dass du nicht denen verletzt oder sich selbst. Und ja, das Aufmerksamkeit ist das Erste, was man braucht als Glaser, als Glasbautechniker oder Glasbautechnikerin. Bei uns, allein in unserer Berufsschule, kenne ich 10 Mädels, die halt auch Glasbautechnikerin sind. Die machen auch genau dieselbe Arbeit wie wir, halt Jungs. Glasbautechnik ist wirklich groß. Man kann auch im Büro arbeiten und beraten die Kunde und so. Telefonieren, Termine ausmachen. Es gibt auch natürlich Mädels, die genauso stark ist wie ich oder alle anderen Jungs. Die können auch halt viel besser als ich oder alle anderen machen, wenn sie wirklich das wollen. Das Glas ist ein relativ schwerer Werkstoff. Also Glas ist ein bisschen leichter wie Beton, dass man sich da ein Bild machen kann. Und die Gläser haben halt teilweise, je nach Größen, die wir verarbeiten, zwischen 40 und 200 und mehr Kilogramm. Also es ist schon sehr schwer. Man hat natürlich Hilfsmittel und Kräne und dann kann schon mal vorkommen, dass man eine 150-200 Kilo Scheibe in den 10. Stock händisch hinauftragen muss. Im Bereich des Glasbautechnikers kann man sich dann natürlich spezialisieren auf eine Bleiverglasung, Bauverglasung, Duschen montieren, Küchenrückwände bzw. auch Bildereinrahmungen, Glasschleifen oder Spiegelbelegen. Die Glaskonstruktion sind auch ein Schwerpunkt in der Ausbildung, wobei die Glaskonstruktion beginnt ja schon bei einem kleinen Glasmöbel. Da konstruiert man etwas. Das geht natürlich dann wirklich bis zum mit Metallbau und Bauen von Trennwänden, sei es jetzt Drehtüren, Schiebetüren, Duschwände, also das ist dann Fassaden, das ist dann die Glaskonstruktion, die von unserem Berufsbild auch in der Firma abgedeckt wird. In Gramsach in Tirol ist unser Kompetenzzentrum. Da ist auch Berufsschule, das ist aber gleichzeitig eine Fachschule, eine HTL. Es ist dort auch der Meisterkurs, man kann dort auch die Glasermeisterprüfung machen. Da finden auch immer wieder Schulungen statt und Weiterbildungen, sei es jetzt AutoCAD-Kurse, sei es Einrahmerkurse, sei es irgendwelche Montagetechniken. Also in Gramsach ist unser Kompetenzzentrum.